Herzlich willkommen zu meiner Italiener Küche. Also heute, ich mache ein Backbrot. Ja, also für 5 Jahren, ich kaufe kein Brot. Und es ist eine Liebe, wie ich habe das gelernt von meiner Oma, zu Brot backen. Also da hier, ich habe eine Schüssel voll mit Mehl. Und man kann auch einen Pizzateig dann machen und dann kann das in der Tiefkühl lassen oder heute Abend, ich kann das so eine Pizza dann machen. Aber jetzt, ich habe keine Brot zu Hause und ich habe gesagt, dass 95% von meiner Essen ist von meinem Bauernhof. Aber es gibt so ein Ding, so ein Mehl und so Zucker und Germ. Sache, dass ich brauche von einem Nachbar, das machst so von einer Mühle und so. So, okay, so gehen wir los und wir backen jetzt Brot dann heute, gell? Okay, so hier, ich habe das Mehl, ich mache das so, eine gute Löffel Salz, und dann ich habe so eine Roggen dazu hier. So eine gute Hände voll Roggen. Manchmal ich mache Brot mit Leinsamen. Es gibt viele verschiedene Dinge, also was man kann Brot backen. Und dann ja, ich brauche ein kleines bisschen aus einem Backpulver. So ein ganz kleiner Löffel. Und dann ich tue das Rühren. Wenn man geht zur Mühle, also hier in der Nähe, es gibt einen Bauer und er hat eine Mühle. Das ist vorne in einer Bauerngemeinde. Und es gibt viele Sorten aus Mehl. Es gibt so dann, es gibt Tipp OO und dann es gibt, ja, es gibt viele Sorten aus Mehl, aber meistens wenn ich koche zu Hause, ich brauche immer das Tipp OO, weil das ist so general. Man kann viele Dinge, man kann viele Kekse und Kuchen, man kann ein Brot immer machen mit Tipp OO. Also ja, wenn man backt eine Kuchen vielleicht, dann das dann man braucht eine ganz feine Mehl, aber sondern heute, es wird schon gut gehen, dass ich backe nur Brot. So, ich habe die zwei Butter aus Germ da rein. Und dann ich brauche ein bisschen Zucker. Leider muss ich warten, ich mache ein Video jetzt. Also, ja, ich brauche einen Zucker.
Und dann ich brauche ein reiniges Wasser, was ist hier an meinem Küchenarbeitstisch gelassen. Nicht ins Kühlschrank, sondern eine, nicht heiß, aber warm Wasser. Reinig. Dann mache ich das ein bisschen rühren. Meistens ich lasse das, aber heute, dass ich mache so ein Video, denn ich habe fast nichts zum tun für so 3 oder 5 Minuten. Denn ja, ich stehe hier und tue das ein bisschen einrühren. Kann das wieder wegstellen. So, leider gibt es Schnee in Nordeuropa heute und also heute Morgen, es war schön, also 15 Grad, aber ja, ich habe jetzt fast am Mittag, es war ganz dann grau oben und vor ein paar Minuten ein bisschen Regen angefangen und dann ich war kalt geworden. Und dann, ja, wie gesagt, ich komme rein ins Haus und dann ich backe ein Brot, ein bisschen für meine Bauern. Bäume arbeiten, zu aufwärmen. Ich habe mein Pellet oben an, ja. Aber das Wetter schaut sich nicht gut aus jetzt, also fast. Ja, Nordeuropa hat Schnee und das Winter ist noch nicht aus, aber Sonntag vielleicht. Das wird sich dann umdrehen, das Wetter wird aus, schon aus, Winter wird sich schon aus am Sonntag, ja. Also das ist, man springt die Uhr 1 Stunde vor. So. In Italien, das Mehl ist sehr gut, also für Pizzateig zu machen, wenn man möchte hier eine Pizzateig machen. Ich merke, dass der Tipp OO hier ist sehr gut, also für Pizzateig und was immer ich lasse, ich mache so ein bisschen mehr Teig und dann ich lasse das an die Seite ins Kühlschrank und dann am Abend, wenn ich habe noch einen Hunger nach meiner Bäumenarbeit, ich kann immer eine schnelle Pizza machen mit so meinem Eintopf, Tomatensauce und ein bisschen Knoblauch oder ein bisschen Gartengemüse und Olivenöl und Kräuter. Ist ganz einfach, also man kann eine ganz einfache Pizza machen in 15 Minuten.
Wenn man hat den Kamin an, also wenn der Kamin ist sehr heiß, dann und die Kohlen sind jetzt ganz auf Glutzeit, dann ja, ist ganz einfach. Nicht so viel Wasser drin auf einmal, also man muss das so anschauen, wie alles ist. Ich habe meine Jacke an heute, weil es kalt hier für eine Woche. Es war 20 Grad, 15 bis 20 Grad, 20 Grad, 19 Grad am Mittag, 20 Grad am Mittag für eine Woche. Und gestern, ich habe geschaut, es ist Schnee in Nordeuropa. Das Ding hier mit der Italienermehl ist, man kann das richtig gut ziehen. Wenn man möchte eine gute Pizza oder so eine Focaccia machen, man kann das Mehl hier richtig gut ziehen. Und ja, ich habe so früher immer so eine deutsche Mehl gekauft und ja, wenn ich möchte so eine Brot machen, das ist mehr so ein hartiges Mehl. Ist auch ein gutes Mehl, aber so Pizza machen, man muss aussuchen aus einem Italiener Mehl und am besten ein Süditalien Mehl oder ein Mehl aus Napoli, Napoleon.
Und manchmal, ich tue das mit Leinsamen und Sonnenblumenkern und Mohn, so Graumohn. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man kann machen. Heute, ich mache es ganz einfach, weil ich brauche ein bisschen aus einem Pizzabrot, ein Pizzateig. So, und der Sonntag war schön und ja, man sollte nicht auf einen Sonntag arbeiten, es ist ein Feiertag, aber wenn die Wetter ist schön, dann ist es immer schön zum Arbeiten draußen und es ist angenehm, wenn es sonnig ist. Man kann es sehen, so richtig gut, hat ein richtig gut Zieh, so dass er kann richtig eine gute Focaccia machen auch. Und ja, weil hier im Südadriatische, wenn die Weizen gewachsen im Sommer, Frühsommer, das meistens ist geerntet, vor die heiße Sonne kommt, weil das muss geerntet sein. Wenn es zu heiß ist, dann alles schon stirbt. Also ist besser, dass man erntet ein bisschen. Aber Frühling kommt hier früh und sondern Frühling kommt schon ein Monat mehr früher dann in Nordeuropa. Und ja, so denn das Weizen soll sich dann ernten, vor die Sommerhitze kommt. Dann bekommt eine trockene, ein bisschen mehr als eine trockene, ganz weiche Mehl. Also es nicht so viel Wasser in die Weizen als vielleicht eine Nordeuropa Weizen. Jetzt, ich bin aufgewärmt von das kalte Wetter draußen. Will ich dann ein paar mehr Stunden dann an meine Bäume arbeiten wieder.
und ein bisschen Kneippchen aus ein Brot essen, vielleicht mit einer Tomatensauce oder später eine Pizza machen. Also ganz einfach billige Dinge. Das ist wirklich ein Italiener Brot, also man kann das richtig gut ziehen. So. Ich immer mache eine gute Tasse, so ein Viertel Tasse Olivenöl drin in die Pfanne rein einlegen und fast die Ofen andrehen. Ein bisschen ein Tipp. Ich habe gemerkt, dass wenn ich drehe den Ofen an jetzt, das wärmt sich gut auf. In 20 Minuten Zeit, das ist dann warm. Dann ist es schon am Backen in 15, 20 Minuten. Und das Brot ist dann schon, geht sich schon gut auf. Und ich drehe die Hitze ein bisschen auf. Und dann, wenn es ist am Backen Zeit, dann, dass ich brenne nicht den Brot, denn ich drehe das ein bisschen mehr runter. Sondern da geht der Brot rein. So, ich mache ein zweites Video und ich zeige euch, wie der Auskunft von dem Brot ist. Aber ja, so, Dankeschön, dass Sie haben jetzt heute angeschaut. Und Sie können auf diesem Video einen Like machen, Sie können auf meiner Bauernhof einen Subscribe machen und ich wünsche euch alle einen guten, schönen Tag. Wiedersehen, Wiedersehen und Servus.